Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Alter. Ins Spiel. Nee, nochmal aufnehmen. Mir egal. Komm, ich bin komplett aus der Welt. Gib mir. Okay. Fortfahren. Wo bist du? Okay. Ja, nee, ist klar. Ich hätte immer gern wie ein Kristall oder sowas. Das wäre voll ein Tutti. Oh ne, lass mal, das spart immer. Brauch ein bisschen Melee Damage. Alter, das ist halt, macht halt so viel Schaden. Klar, seit wann machst du das denn? Ja, nee, Trigger! Leck mich doch am Arsch! Ich hab keine Energie! Kann ich das hier machen? Oh fuck! Oh mein Gott! Ah, okay, ich kann mich abschießen damit. Das war jetzt gerade meine größte Sorge. Alter, wie soll ich das denn machen? Ja klar.
Hab ich? Oh, Alter. Einige werden uns... werden sich... Oh, einige werden uns jetzt an die Nacht erinnern. Als die Hoffnung starb. Ohne Boden, was soll der Scheiße? Einige bleiben weiter im Schatten. Er lebt doch noch, er muss doch gar nicht böse sein. Ist doch ein guter Eulerich. Weiß, dass sie gemein damals zu dir waren, aber du musst da nicht bleiben. Guck mal, seine Flügel sind wieder versteinert. Warum? Du warst mal so eine gute Eule. Und deine Eltern gewesen. Schon etwas sehr traurig. Oh mein Gott, ich lebe noch, ja, aber... Alter, ich gehe so richtig schwer. Oh Gott. Und jetzt noch durch den Dornbusch. Oh, meine Familie. Und jetzt durch die Dorn. Oh, ich verletze mich. Oh. Jabba. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Du siehst aus wie Jabba die Kröte. Oh Gott, wie schwer diese Steine hochgehen. Oh, das zerreißt an das Herz. Die Mokis. Oh Gott. Oh fuck. Die Feder. Chat hier auch schon am Wein. Das ist Zeit, Uri. No fucking way. Ich werde jetzt ein Baum. Oh. Ich hab grad... Oh, mir stehen die Nackenhaare zu Berge. Alter! Unsere Eulenfreund. Die Flügel sind heile. Oh mein Gott, das ist die Stelle, an der Ori sich vereinigt hat. Dieses kleine grüne Fleckchen.
Es wird keinen dritten Teil geben, ernsthaft? Oh nee. Ist das eine Blume, ein Baum? Jetzt kommt ein Baby-Ori. Oh Gott, das wäre so niedlich. Ein Baby-Ori. Ich wandte mich dem Licht zu. Der ist gut. Oh Gott, das ist wirklich ein Baum. Als mein Name Ori lautete. Oh mein Gott, die Stimme ist Ori selber. Aufopferung ist schon was Schönes. Warum ist mein Zimmer so voll mit Wasser? Ich weiß es nicht sonst. Stellt mal bitte jemand die Zwiebeln weg. Ja. Oh Gott, guck mal da das Gesicht. Es war der Wille der Irrlichter. Dass das Leben erneut beginnt. Jetzt sag nicht, das ist ein Ori. Schicksal. Oh. Oh. So, Chat, jetzt könnt ihr zu Ende heulen. Wir genießen diese Musik jetzt. So schön das Ganze auch ist, ne? Die Musik jetzt. So traurig es auch gerade war. Und diese Form der Aufopferung, was wunderschönes ist. Hört euch diese Melodie an. Sie strotzt voller Hoffnung. Sie strotzt davor, dass es weitergeht. Dass der Weg nicht zu Ende ist. Und das ist richtig schön, weil nach diesem ganzen Herzensschmerz, ne? Zumindest habe ich das Gefühl, dass diese Musik mir das sagen will. Versteht ihr? Das ist nicht das Ende. Es geht weiter. Das Opfer war nicht umsonst. Es gibt Hoffnung. Das ist etwas sehr, sehr Schönes. Ich finde das schon richtig geil. Ja, natürlich ist es traurig. Und ich bin ganz ehrlich.
Oh, ich hoffe, man versteht mich sinnvoll. Ich habe extra das Mikro näher rangezogen, weil die Mucke dann doch ein bisschen lauter ist. Der zweite Teil hat lange gebraucht. Hat wirklich lange gebraucht. So, sollte besser sein. Der zweite hat lange gebraucht und er hatte wirklich eine hohe Messlatte. Aber er hat es geschafft, diese Messlatte zu erreichen. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, besser. Ich habe schon das Gefühl, dass es ein bisschen besser ist. Nicht viel, aber ein bisschen. Weil sie die Fehler aus dem ersten Teil, der eigentlich schon fast perfekt war, rausgemerzt haben. Hier gibt es nur kleine Fehler, die mich stören. Es ist rundum ein wunderschönes Spiel mit einer wundervollen Zeichnung, einem gigantischen Soundtrack, einer herzzerreißenden Story, vielen Frustmomenten mit Scheißrätseln. Es ist einfach bildhübsch. Es ist einfach fucking bildhübsch. Und ich bereue in keinem einzigen Ori auch nur eine Minute. Bin ehrlich. Bildhübsch. Kuh und der schimmernde Sumpf. Ich habe keine Ahnung, wann der nächste Teil kommt. Und ja, das Kommentar von Brina eben gerade. Ja, der nächste Teil ist Oldboy. Übrigens auch ein sehr gutes Spiel. Jeder, der so ein bisschen alte Super Nintendo-Spiele mag, wird sich da sehr wohlfühlen. Oldboy, kann ich nur wärmstens empfehlen. Aber ja, hier, bildhübsch. Komm, wir haben 3 Minuten noch in der Aufnahme. Lass mal schauen, was gibt's noch. Alter, 99%? Ist der Endkampf jetzt nicht nochmal drauf, oder was sind die 99%? Ja, natürlich ist der Endkampf nicht drauf. What the fuck? Ich habe hier oben echt eins übersehen. Ich weiß nicht, ob ich... Ich muss mal gerade schauen. Was sagt Steam? Wie viel habe ich denn von Ori and the Will of the Wisp? Das würde mich jetzt interessieren. Wie viel Trophäen habe ich? Das muss man doch sehen können. Ausstehende. 6 Stück? Okay, wahrscheinlich, weil... Verbessere alle Fähigkeiten, schließe das Spiel auf Modus schwer ab, schließe alle Geisterprüfungen ab. Wieso habe ich das nicht? Berühre kein verdorbenes Wasser, schließe das Spiel ab, ohne einen Splitter anzulegen. Schließe das Spiel ab, ohne Geisterlichter zu verbrauchen. Alter! Schließe das Spiel ab, ohne zu sterben. Schließe das Spiel unter 4 Stunden ab. Bitte was? Die Antwort ist ganz simpel laut, nein, wir machen hier nicht die 100%. Fick mich ja weg, Alter. Geht gar nicht, ey. Null. No. Aber war ein schönes Spiel. Wir haben viel gesehen. Ich muss sagen, eine wundervolle Welt, die sie wirklich echt schön gezeichnet haben, ne? Hier sogar mit der Kröte und so. Sehr schön gemacht. Und auch das Ende mit der Weide. Oh, das war schön. Und darum kann ich jedem nur empfehlen, Leute, spielt den ersten Teil. Den werdet ihr wahrscheinlich jetzt für ein Apple und ein Ei kriegen. Lohnt sich wirklich. Ein wundervolles Spiel. Ich frage mich, der nächste Angriff hat echt viel Energie gelutscht. Ich muss sagen, das war's wert. Leute, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, und Leute, die das bis hierhin geguckt haben, gehe ich davon aus, hey, ihr werdet daran Spaß gehabt haben. Tut mir mal einen Gefallen. Gib mir mal ein bisschen Feedback. Sind die 20 Minuten für euch in Ordnung? Oder sagt ihr, ey, ein paar Minuten weniger wären ganz cool? Hab letztens die Sly Trilogy günstig bekommen. Oh, Mönch, 100%. Du darfst jetzt auf Toilette, Sins. Alles klar. Liebes YouTube. Twitch, ihr dürft kurz auf Toilette, danach geht's hier weiter. Aber liebes YouTube, wir sind hier durch. Lasst mir mal ein Feedback da. Sind die 20 Minuten optimal? Wollt ihr ein bisschen weniger? Was sagt ihr, ist eure Meinung? Und, hey, wenn ihr schon mal hier seid und bis hierhin geschaut habt und ihr sagt, kein Abonnent... Würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Dankeschön. Macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Euer Sly. Ciao.